ein paar Monturen ausprobieren. Das werden wir auch gleich mal schauen. Ich habe verlassen und bin ins anatolische Hinterland aufgebrochen. In eine Gegend namens Kappadokien, wo Manuel sein Heer ausbildet. Mit etwas Glück bin ich nicht allein, denn es gibt dort osmanische Spione, die auf den rechten Moment warten, um zuzuschlagen. Doch wie immer vertraue ich nur auf mich und halte die Erinnerung an Sophia in meinem Herzen. Claudia, du würdest lachen, könntest du die rasenden Gedanken deines Bruders lesen. Ich bewundere Sophia mit tieferer Zuneigung, als ich je für möglich gehalten hätte. Nach Christinas Tod ist auch in mir etwas gestorben. Doch dieses Gefühl, diese Fähigkeit zu lieben, ist wieder erwacht. Ich verehre Sophia. Jedoch wage ich nicht, sie in mein Leben hineinzuziehen. Nicht ohne Angst, sie zu verletzen oder gar zu verlieren. Gut. Okay, und weiter geht's. In der Unterwelt. Mittlerweile sind wir 55, glaube ich. Und keine Spur von Tariqs Männern. Bei der Verfolgung von Manuel Palaiologos hat Ezio eine Region namens Kappadokien erreicht. Finden Sie die vermissten osmanischen Spione und arbeiten Sie mit ihnen zusammen, um die Templer aufzuspüren. Das kriegen wir hin. Wir dürfen aber nicht entdeckt werden. Ah, Ezio ist verkleidet. Was können wir noch anziehen? Was gibt's denn Schönes? Inventar, Monturen. Wir können als Desmond rumlaufen. Wir können die türkische Assassinenrüstung anziehen. Alter Irs Umhang. Rüstung von Brutus. Ah, wir laufen mal kurz als Desmond rum. Das würde mich mal so interessieren. Alle nicht gespeicherten Fortschritte gehen natürlich wie immer verloren. Cool, Desmond mit Schwert, Rucksack und was weiß ich. Ja, coole Sache, als Desmond rumzulaufen. Was gibt's noch? Alter Irs Umhang, ne? Inventar. Monturen. Türkische Assassinenrüstung. Ich glaube, das ist die, die wir sowieso immer anhaben. Die ziehen wir dann aber hinterher an. Die Höhlen von Kappadokien untersuchen. Ja, schon laufen wir als alter Ir herum. Haben wir hier irgendwas? Haben wir irgendwelche Kisten oder so? Coole Sache. Was haben wir noch? Inventar, Montur, Rüstung von Brutus. Ja, das ist ja aus dem dritten Teil, aus Assassin's Creed Brotherhood. Stimmt, das war diese mega dicke Rüstung. Stimmt. Mit der sind wir im letzten Teil rumgelaufen. Aber wir nehmen die türkische Assassinenrüstung. Ich glaube, die reicht auch. Was ist denn hier los? Wie sehen wir denn aus? Nee, dann möchte ich lieber normal wie alter Ezio rumlaufen. Machen wir es so, wie wir es gewohnt sind. Monturen entfernen. Aber ich wusste gar nicht, dass es da so eine türkische
Assassinenrüstung extra gibt. Oder sind wir jetzt verkleidet? Ich weiß es gar nicht. Nee. Jetzt sehen wir wieder aus wie Ezio. Ja. Und da oben ist eine Dings. Ein... Animus-Dateifragment. Okay. Hier ist nichts, keine Truhe. Nö. Jo. Und schon sind wir hier drin. In Kappadokia. Scheiße, ist das eine riesige Stadt. Aber solche Städte gab es wirklich. Egal wie viele Finger er dafür verliert, den beobachten wir besser mal. Da können wir auf keinen Fall lang. Gibt es irgendwas? Nee, nicht entdeckt werden. Also, müssen wir zusehen, dass wir auf gar keinen Fall entdeckt werden. Okay. Ich würde sagen, wir springen mal hier rüber. Von hier aus können wir auch unsere Assassinen steuern. Den plündern wir mal und den schmeißen wir dann mal hier vom Dach. Interessiert keinen. Großartig. Läuft die Mission eigentlich immer noch? Stimmt. Also wir dürfen immer noch nicht entdeckt werden. Aber schaut mal. Wir müssen einfach mal schauen. Da hinten ist noch ein Templer unterwegs. Hier gibt es auch extrem viele Animus-Dateifragmente. Die werden wir im Laufe der Missionen hier noch aufsammeln. Damit wir dann zumindest irgendwann die Hälfte haben. Gut. Eine.
Es werden gar nicht alle Wachen angezeigt. Geht bloß in die Richtung. Danke. Okay, ich glaube, wir müssen hier irgendwo hoch. Kann das irgendwie sein? Mach ich mir jetzt erstmal keine Gedanken drum. Hauptsache, wir kommen hier irgendwie hoch. Stimmt, wir müssen tatsächlich hier ganz nach oben. Okay. Ja, gar nicht so einfach. Gut, einmal hier rüber. Einmal darüber. Wow, hier ist eine Kiste. Ja, das ist super spannend, dieses Spiel. Also es macht auch immer noch viel Spaß nach etlichen Monaten. Nein! Desynchronisiert. Ach, scheiß dort die Wand an. Ich hab Hunger. Ich hätte jetzt ja echt mal Lust auf so ein bisschen Fast Food. So einen richtig schönen Cheeseburger von McDonald's. Geht nix drüber. Burger King Fraß esse ich ja nicht. Weil Burger King ist uncool. So, so. Nein, darüber. Kappadokien. Uhuhu, mein Freund. Was machst du denn hier? Wir müssen da oben hoch. Aber ich denke, das wird auch irgendwie machbar sein. Da oben ist eine Wache. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass die Wachen nicht immer sofort Alarm schlagen. Dass die Wachen wirklich warten, bis sie einen untersucht haben. In manch anderem Spiel wäre man sofort entdeckt worden. Okay. Die geheime Unterstadt. Daran. Ah, das ist unsere Mission gewesen. Einfach hier synchronisieren. Checkpoint erreicht. Tariqs Spione ausfindig machen. Du kannst auch ruhig mal hier zum Heuhaufen kommen. Zack. Und ab im Heuhaufen verstecken.
Ich erlöse dich von deinem Leid. Hier gibt es Salpeter und Schwefel, um die wütende Urpein zu besiegen. Bestimmt betrunken. Tariqs Spione aufspüren. Okay. Ja, das ist das Schöne. Während wir hier in Kappadokien sind, brauchen wir uns keine Sorgen ums Geld machen, weil wir müssen ja nicht so viel ausgeben. Aber ich glaube, hier muss kein Geschäft renoviert werden. Tariq schickt mich. Nur euch? Warum nicht mehr? Ich reiche aus. Wo sind eure Männer? Vor über einer Woche von den Byzantinern gefasst. Ich war als Sklave verkleidet und konnte entkommen. Aber die anderen... Seid ihr ein guter Kämpfer? Das glaube ich schon. Sobald ihr euch sicher seid, kommt zu mir. Wunderbar. Also irgendwas stimmt mit dem Einkommen nicht. Wir werden ganz massiv beschissen, habe ich den Eindruck. Ah, dann auf wieder. Mal eins können wir eben machen. Ist der betrunken? Ja. Ach so, ah, wir können von hier aus keine Assassinen schicken. Stimmt. Können uns nur so ein paar Bomben fertigen. Okay, was ist mit dem taktischen Beutel? Es ist eine Nebelbombe. Okay. Können ja auch eine Giftbombe machen, ist aber erstmal egal. Ist erstmal nicht so relevant hier. Können zwar später noch Bomben gebrauchen, aber müssen jetzt keine Bomben kaufen. Das ist besser, aber ich sage. Kappadokien. Kommt, Freunde. In dieser Woche bekommt ihr meine Arbeit quasi geschenkt. Ja, okay. Reparieren brauchen wir gar nicht. Ich hoffe, wir haben sie jetzt nicht an. Ah. Okay, haben wir. Byzantinisches Armeeschwert. Templerkontrolle. Aha. Aha. Oder wie soll ich das jetzt verstehen?